Perfekte Kreise an einer Bandsäge mit einer Kreisschneidevorrichtung. Das ist nichts Neues. Aber wie mache ich das Ganze ohne Loch? Kreisschneidevorrichtungen für die Bandsäge gibt es ja wie Sand am Meer auf YouTube. Aber ich kenne jetzt nicht wirklich eine Anleitung, wo das Ganze jetzt ohne Führungspin funktioniert, um da richtig schöne Kreise zu sägen. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und um genau dieses Thema kümmern wir uns heute. Wir bauen uns heute eine Vorrichtung für die Bandsäge, womit wir beides machen können. Sprich, wir können Kreise schneiden mit Führungspin und wir können Kreise schneiden ohne Loch. Und das ist genau das Interessante, denn für manche Projekte benötigt man einfach an diesem Kreis kein Loch in der Mitte. Wie kann man denn Kreise noch sägen? Das ist ganz einfach, auch mit der Tischkreissäge. Da gibt es auch Vorrichtungen dafür, aber da habe ich schon teilweise Videos gesehen, wo wirklich tolle Unfälle passiert sind. Batsch, und das dreht es dann rein. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Deshalb, ich aus meiner persönlichen Sicht, ist die Bandsäge einer der sichersten Sägen, wo am wenigsten passieren kann. Und deshalb bauen wir uns das Ganze für die Bandsäge. Diese Vorrichtung, die ich jetzt als erstes baue, die wird mit Loch sein. Aber diese Vorrichtung, die werden wir einfach nochmal verbessern, damit wir das Ganze ohne Loch machen können. Also seid gespannt, ich werde das Ganze jetzt einfach mal euch zeigen, ein bisschen Musik unterspielen und am Schluss werden wir das Ganze natürlich probieren und wir werden das Ganze natürlich besprechen, was ich da gemacht habe und gebe euch noch Tipps und Tricks. Also ich wünsche euch viel Spaß.
Jiha! Leute, wir sind fast fertig mit unserer Platte. Wir werden jetzt gleich nochmal das Maßband justieren, fein justieren, damit es einfach passt. Dazu werden wir dann nochmal sägen und das Ganze messen. Kommen wir gleich dazu. Ihr habt auch jetzt im Schnelldurchlauf ganze Fräschicks gesehen, dieses kleine hier, das hier. Da gibt es eine Playlist dazu, wo ich das Ganze schon mal gebaut habe. Schaut da einfach mal rein, das sind echt coole Sachen dabei, die werde ich euch hier oben oder unten in der Videobeschreibung einfach verlinken. So, der Versuch mit MDF hat gut funktioniert. Ich muss dazu sagen, es ist ein relativ weiches Material, aber das ist überhaupt kein Stress. Es funktioniert hier ganz gut. Die Bearbeitung ist top und vor allem preislich ist es ein riesengroßer Unterschied. Ich habe viele solche Vorrichtungen gesehen, die machen da alle Multiplex draus. Also mal ganz ehrlich, Leute, das Stückchen hier, 22 mm stark, MDF, kostet mich so 8 Euro, 9 Euro rum. Ich habe das Ganze natürlich jetzt extra für euch aus MDF probiert zu bauen, ob es gut funktioniert. Ich habe natürlich auch noch eine Multiplex-Platte hier stehen, aber diese Größe kostet roundabout um die 35 Euro, wenn man es ganz offiziell im Baumarkt kauft. Das ist natürlich schon sehr teuer und wenn man es noch aufdoppelt, dann haben wir da um die 50, 60 Euro für so eine Multiplex-Platte und für eure Vorrichtung. Gut, um das ganze Maßband jetzt hier zum Justieren, werden wir das Ganze jetzt einfach mal einen Kreis nehmen. Ich habe hier schon mal vorgearbeitet und habe hier ein kleines Brettchen gemacht. Und das Ganze passt dann hier top drauf und das können wir das Ganze verschieben. Da werden wir uns jetzt mal einen Kreis sägen und werden dann diesen messen und werden dann das Maßband dementsprechend dann aufkleben. Gut, wir haben jetzt hier einen perfekten Kreis ausgesägt, richtig toll. Dieser Kreis hat, den müssen wir jetzt einfach mal messen, und zwar hat der bei mir 140 mm. Das passt, und jetzt Achtung, das hier nicht mehr verstellen. Jetzt wundert euch nicht, dass das hier schon klebt, weil ich habe schon mal kurz diese Szene gedreht und habe da Mist gebaut. Und deshalb klebt es hier schon, aber das macht jetzt nichts, wir machen es jetzt nämlich richtig. Und wie gesagt, verstellt diese Schiene jetzt nicht mehr. Wir haben hier exakt 140 mm. Und jetzt ist es wichtig, dass wir die Mitte von diesem Pin hier einfach anzeichnen. Da könnt ihr jetzt irgendwas anlegen, Lineal oder sonst irgendwas, könnt ihr da einfach anlegen an die 7. Wir müssen nämlich die Hälfte einfach hier einstellen. Und es legt ihr einfach an die 7, an dem Pin von der Mitte, legt es einfach an und zeichnet hier erstmal einen Bleistiftstrich. Das passt. Und ich mache es noch zusätzlich, wo habe ich denn mein anderes Messer liegen? Reißen wir das Ganze jetzt einfach mal an. Muss ich andere Seite machen. So, jetzt haben wir das Ganze eingeritzt und jetzt sollte das Ganze einfach passen. Wir werden jetzt einfach nochmal einen anderen Kreis sägen. Ich habe das jetzt auf 7 eingestellt. Das gibt ja dann praktisch ein Kreisdurchmesser von 140. Und jetzt stellen wir einfach mal, machen wir halt einfach mal, ein Zehner, also das heißt, wir gehen auf 5, stellen das Ganze ein, machen die Schiene fest und werden jetzt einfach mal einen Kreis sägen mit 10 cm Durchmesser. Dann wollen wir mal schauen, was wir rausbekommen haben. 10 sollten es werden. Wir sind jetzt bei 10,03. 10,03, 3/10 außerhalb oder größer. Also da bin ich echt absolut zufrieden. Die 3/10 sind absolut in der Toleranz. Top. So, die Kreise kommen schon mal richtig genau raus. Also das hat jetzt gepasst mit dem Anzeichnen. Und jetzt aber. Jetzt kommt's große Aber. Mich persönlich stören die Löcher teilweise bei Projekten definitiv. Also ich muss da jedes Mal ein Loch bohren, das auf den Pin draufstecken und dann habe ich ein Loch. Aber manchmal will ich gar kein Loch drin haben. Ich will es einfach ohne Loch haben. Und deshalb bauen wir uns jetzt noch eine kleine Mini-Vorrichtung hier dran. Da schaut es jetzt einfach mal zu. Dann funktioniert das Ganze an der gleichen Vorrichtung, nämlich auch ohne Loch. Also ich habe da einen Doppelnutzen. Einmal mit Loch, einmal ohne Loch.
Die Vorrichtung für Kreise ohne Löcher ist fertig. Was hat er da bloß gemacht, gell? Das fragt ihr euch jetzt bestimmt. Ja, ganz einfach. Ich habe schon mal einen Kreis vorbereitet. Das ist der, den ich vorhin gesägt habe. Da habe ich jetzt aber ein Loch komplett durchgebohrt. Das wird jetzt in Zukunft immer unser Muster sein. Der kann auch größer sein, der kann auch ein bisschen kleiner sein. Je nachdem, was ihr sägt. Gut, okay. Jetzt wollen wir aus diesem Brett hier einen Kreis aussägen ohne Loch. Ich habe jetzt mal die Mitte hier angezeichnet mit einem X. Jetzt habe ich dann hier diesen Kreis hier, den ich vorhin ausgesägt habe, mit Loch. Und jetzt nehmen wir ein beidseitiges Klebeband. Wenn ich es jetzt irgendwo finden würde. Da liegt's. Also prima. Das heißt, wir werden jetzt hier den Kreis in der Mitte ansetzen und das Ganze nämlich draufkleben. So, jetzt brauchen wir nichts weiteres tun. Einfach zwei Stückchen hier abschneiden vom beidseitigen Klebeband. Einem dünnen. Das ist, glaube ich, schon mehr als genug für diese Größe. Das klebe ich jetzt auf meinem Musterkreis. Oder was heißt auf meinen Musterkreis? Auf meine Vorlage. Das heißt, durchkleben und das abziehen. Jetzt habe ich keine Fingernägel. Gut, jetzt habt ihr ja dieses Loch hier drin. Und jetzt könnt ihr das X hier ansetzen einfach. Und könnt das Loch jetzt einfach suchen. Das heißt, hier haben wir es ganz genau. Wir wollen jetzt einen 22er Kreisdurchmesser hier ausschneiden aus diesem Brett hier. Und deshalb stelle ich einfach 11 cm ein, dass ich auf diese 22 komme. Gut, jetzt kann ich das Ganze einfach drauf tun. Und jetzt fragt ihr euch, warum dieses Teil hier? Warum? Ganz einfach, es ist eine Art Sicherheit. Die Säge kommt ja von oben nach unten und zieht hier rein praktisch. Das heißt, es ist einfach nur eine Art Sicherheit, wenn ich jetzt sehe, dass es jetzt nicht irgendwie verkantet und irgendwie abkippen kann, das Klebeband weggehen kann oder sonst irgendwas. Das hebt schon sehr, sehr, sehr gut. Eigentlich, also ich würde es auch sagen, es wird auch ohne funktionieren, aber dass ihr einfach eine Sicherheit habt, dass es nicht dann sich bewegen kann oder kippeln kann oder sonst irgendwas, macht einfach so ein Teil hier hin, dann könnt ihr das Ganze sicher hier drehen und da kann gar nichts irgendwie abkippen. So, das hat jetzt echt mega funktioniert. Das müssen wir nur noch abkriegen. Ja, passt. Und ihr seht, wir haben einen wunderbaren Kreis und das Ganze ohne Loch. Ich würde auf jeden Fall, ja, ich sage jetzt mal, diese kleine Schutz, dieser Abkippschutz, da könntest du auf der anderen Seite theoretisch auch noch einen hinbauen. Das ist jetzt nur als kleines Schutz gedacht, den man dann wieder abschrauben kann, wenn man das Ganze mit Loch verwenden will. Also überhaupt kein Stress, aber ich sage es mal so, macht's denn einfach hin, dass es einfach nicht abkippen kann und gut ist. Also es hat jetzt echt mega funktioniert, bin ich echt begeistert von und das würde mich mal von euch interessieren, wie findet ihr die Idee, weil wir haben jetzt eine Vorrichtung mit beiden Sachen, das heißt wir können einmal mit Loch machen und wir können das Ganze auch ohne Loch machen. Also so eine Vorrichtung habe ich jetzt im Netz noch nicht wirklich gesehen, wo beides funktioniert. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Ach übrigens, habt ihr dieses Video schon gesehen mit dieser Vorrichtung? Diese Vorrichtung ist dafür da, dass ich Holzeindrehgewinde richtig schön gerade und senkrecht ins Holz reinbekomme. Habe ich ein Video dazu gemacht, kann ich euch da oder unten in der Videobeschreibung einfach mal verlinken. Ihr seht schon, Gipfelholz hat schon so einige Vorrichtungen gemacht und da ist bestimmt für jeden was dabei. Jetzt gebe ich euch noch Tipps und Tricks, wie es bei euch am besten funktioniert und wie ihr Fehler vermeiden könnt. Und zwar, es habt ihr euch bestimmt jetzt erstmal gefragt, wie groß ist diese Platte? Ich meine, diese Platte habt ihr ja am Anfang gesehen, wie groß die bei mir geworden ist. Aber das ist ja natürlich je nach Bandsäge komplett unterschiedlich. Also das heißt, ihr müsst dann einfach euren Tisch selber anschauen, wie groß der ist und könnt dann entscheiden, wie groß ihr die Platte macht. Und zwar ist es jetzt so, wir haben ja eine Ausladung. Das ist praktisch der Bereich vom Sägeblatt bis links zur Säule im Endeffekt. Das ist die Ausladung und dann müsst ihr halt einfach mal schauen, wie groß die ist. Breiter geht natürlich nicht und größere Kreise könnt ihr auch nicht sägen, wie die Ausladung ist. Das heißt also, die Seite haben wir schon mal bestimmt, wie groß der Tisch hier wird. Und jetzt haben wir ja an unserem Sägetisch hier unten ja praktisch noch diese Schraube.
Das heißt, wir müssen das schon auf jeden Fall deutlich nochmal die doppelte Ausladung nehmen und dann nochmal ein Stückchen weiter drüber gehen, damit wir einfach noch Platz für diese Schraube haben. Einfach so ein Stückchen drüber den Tisch, also größer machen auf der rechten Seite, damit wir einfach noch die Schraube einfach unten reinbekommen können, damit wir die Schiene festmachen können. Des Weiteren ist die Länge des Tisches, also vorne, da würde ich einfach bündig bis zum Tisch hier hingehen. Achtet aber darauf, dass wir, wenn wir nach unten gehen, also die untere Seite von dieser Platte, dass wir da noch ein bisschen Überstand haben, denn wir machen ja unten noch einen Stopper hin und dieser Stopper muss natürlich auch noch hinpassen. Also bedenkt einfach, dass wir hier weiter rausfahren müssen von der Platte und unten weiter rausfahren müssen, damit wir den Stopper noch anbringen können. Des Weiteren gebe ich euch noch einen Tipp, und zwar mit dieser Schiene hier. Diese Schiene, da habe ich ja diesen, wie nennt man das, Regalbodenbolzen benutzt. Ihr könnt es natürlich auch alles andere benutzen, was einfach euch da einfach taugt. Ich hatte den gerade da, passt super. Achtet aber darauf, der hat so einen kleinen Rand. Dieser Rand ist 1 mm hoch. Das heißt, ich würde an eurer Stelle, wenn ihr diesen Regalbodenhalter hier benutzt, würde ich diese Schiene 1 mm nach unten setzen, also tiefer fräsen, damit ihr, damit es wirklich komplett aufliegen kann auf dieser Holzplatte. Also darauf noch achten. Aber wenn ihr jetzt irgendwie was anderes benutzt, eine Niete oder was Dünneres oder wie auch immer, dann müsst ihr das natürlich nicht tiefer setzen, die Schiene. Aber bei mir ist sie auch leicht tief gesetzt, um ja, ca. 1 mm. Weiteres müssen wir eigentlich nicht beachten. Das mit dem MDF hat echt noch gut funktioniert, aber wie ich schon gesagt habe, es ist ein weicheres Material. Für diese Platte reicht es absolut aus und wir sind hier echt im super günstigen Bereich mit 8 Euro und noch ein paar Zentimeter für diese Schiene und mehr haben wir dafür eigentlich gar nicht ausgegeben. Wenn ihr das Ganze natürlich jetzt stabil bauen wollt mit Multiplex, was noch hinten steht, dann kommt es ja natürlich schon so auf 50, 60 Euro, je nach Größe von eurer Bandsäge natürlich. Aber das müsst ihr einfach einplanen, damit das MDF einfach deutlich, deutlich teurer ist als dieses, das Multiplex teurer ist als dieses MDF hier. Aber naja, Vor- und Nachteile natürlich. Ja, so eine Platte habe ich im Netz noch nicht wirklich gefunden, wo man beides machen kann. Das heißt Kreise mit Loch, Kreise ohne Loch. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Aber wie gesagt, ihr könnt es gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr vielleicht da andere Platten kennt oder wie ihr das Ganze überhaupt findet. Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen da, würde mich echt darüber freuen. Damit unterstützt ihr Gipfelholz. Alle Produkte sind natürlich unten in der Videobeschreibung noch einmal verlinkt. Und ich würde sagen, vergesst das Abo nicht, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Die kleine Glocke nicht vergessen zu aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.